Meine Damen und Herren, zunächst einen ganz herzlichen Dank an das Martin Schulte und Henning Geiling Duo für den wunderbaren musikalischen Einstieg in diesen Abend. Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Schulte für diesen Abend gewinnen konnten. Wie viele von Ihnen wissen, ist er hier in Saarbrücken sowie auch in Maastricht an der Hochschule für Musik und lehrt dort Jazzgitarre. Mit ihm ist heute der gefragte Kölner Bassist Henning Geiling bei uns. Nochmals herzlich willkommen und herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, Sie alle heute Abend zur Verleihung des Kommunikatorpreises 2023 hier in Saarbrücken begrüßen zu dürfen. Und ganz, ganz besonders begrüße ich natürlich Andreas Barner, den ehemaligen Präsidenten des Stifterverbandes, sowie unseren Preisträger Steffen Mau. Ein ganz besonderes und herzliches Willkommen gilt Ihnen, sehr verehrter Herr Minister von Weizsäcker. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Förster, auch Ihnen gilt unser herzliches Willkommen. Das Gleiche gilt natürlich für Manfred Schmidt, den Präsidenten der Universität des Saarlandes. Ebenso begrüße ich sehr, sehr herzlich Julika Griem, die den Vorsitz der Jury des Kommunikatorpreises innehat, sowie alle Mitglieder der Jury. Ebenso darf ich sehr, sehr herzlich begrüßen alle Mitglieder der DFG-Gremien. Wir verleihen ja hier in Saarbrücken nicht nur Preise, sondern wir haben auch lange und gewichtige Sitzungen sozusagen durchzustehen. Ich begrüße alle Mitglieder der DFG-Gremien und alle VertreterInnen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sowie alle Gäste vor Ort. Und ich freue mich ganz besonders, diesen Preis auch in diesem Jahr wieder mit Ihnen, lieber Herr Barner, als ehemaligem Präsidenten des Stifterverbandes und langjährigem Präsidiumsmitglied der DFG verleihen zu dürfen. Darf ich Sie gleich auf die Bühne bitten? Ja, lieber Herr Barner, in den vergangenen Jahren ist es ja zunehmend Teil der Wissenschaftskommunikation geworden, schwierige gesellschaftspolitische Diskurse sachlich einzuordnen. Sie liefert Faktenwissen, nehmen wir das Thema Klimawandel oder Energiekrise, das sind aktuell, glaube ich, somit die prominentesten. Und sie wirkt damit auch, ja, Desinformation entgegen, was natürlich wichtig ist im gesellschaftlichen Kontext, besonders auch im politischen Kontext von besonderer Relevanz ist. Wie beobachten Sie die Szene? Mein Eindruck aus der Situation der Pandemie ist, dass Wissenschaft stärker gehört wird, dass Wissenschaft wahrgenommen wird und dass wir die Chance haben, denken wir an den Klimawandel, dass Wissenschaft ähnlich wie in der Pandemie auch die Politik beeinflussen kann. Wobei bei Letzterem ich vielleicht ab und an mir die Frage stelle, ob das wirklich der Fall ist. Was mir an dem Preisträger so
mich so beeindruckt ist. Und das, glaube ich, hat damit zu tun mit dieser Frage, ist, dass er Thesen, die irgendjemand oder die im Raum stehen und wir eigentlich alle dazu neigen zu sagen, ja, das wird wohl schon so sein, hinterfragt und sagt, jetzt lass uns doch mal mit Daten genau nachschauen, wie ist das wirklich? Also das Beispiel der Verteilung versus Migration versus sexuelle Diversität, die in einer Arbeit ganz wunderbar, ich darf sagen, Herr Mau aufgedröselt hat, das sind ein Ansatz, der wirklich hilfreich ist. Und ich glaube, so sollte man Wissenschaft machen, auch in der Soziologie oder in der Makrosoziologie. Vielen Dank. Auf diese Veränderungen in der Wissenschaftskommunikation der letzten Jahre würde ich gerne noch ein bisschen genauer hinschauen und eine zusätzliche Perspektive einbeziehen und würde dafür Julika Griem gerne mit zu uns aufs Podium bitten. Ja, liebe Frau Griem, Sie hatten nun 7 Jahre lang, wenn wir richtig gezählt haben, den Vorsitz der Jury des Kommunikatorpreises. Das ist ja in der Tat wirklich eine lange Zeit, eine beeindruckende Zeit. Sie haben unzählige Bewerbungen gesichtet, sichten können. Alleine das ist ja ein unendlicher Fundus, ich möchte sagen, ein Schatz auch an Informationen, an Hintergründen, die man bekommt. Haben sich die Projekte, haben sich die Ansätze verändert in den letzten Jahren und haben sich vielleicht auch die Bewerber, ihre Profile verändert? Also ich möchte erst mal sagen, dass mir das einfach nur Freude gemacht hat und dass ich sehr viel gelernt habe, was auch mit der Jury zusammenhängt und mit der immer sehr unkomplizierten und kollegialen Zusammenarbeit mit dem Stifterverband. Dafür ein Dank auch an die wunderbare Begleitung aus der Geschäftsstelle. Für mich ist die augenfälligste Entwicklung, dass Wissenschaftskommunikation in diesen Jahren von einer idealistischen Randtätigkeit zu einem politisch angemahnten Schlüssel- und Großthema geworden ist. Das finden wir erstmal alle gut, das bringt aber eigene Komplikationen mit sich, weil wir über ganz neue Arbeitsteilungen, über ganz neue Rollenverteilungen, über Interaktionen zum Beispiel mit kommerziellen Akteuren wie Agenturen, mit hochprofessionalisierten Akteuren reden müssen. Und dieses sich wandelnde System müssen wir erst einmal verstehen und begleiten. Es ist eine zentrale Frage im Moment, was sind denn für uns die Standards, die verbindlichen Standards gelingender, guter Wissenschaftskommunikation? Darüber sind wir uns noch längst nicht einig, ist mein Eindruck. Ich habe mir auch immer die Frage gestellt, wer kann es sich denn leisten, Wissenschaftskommunikation zu machen, gerade mit Blick auf unsere jüngeren Kollegen, denen wir diese Aufgabe, ich werde selbst jetzt in Kürze 60, gern zuschieben, weil sie ja mit diesem ganzen Social-Media-Schmuddelkram vertrauter sind als wir Älteren. Wir müssen uns natürlich fragen, was schieben wir ihnen dazu und was bedeutet das für ihre Qualifikationssituation? Und wenn man Preise vergibt, muss man sich natürlich besonders genau fragen, was zeichnet man hier eigentlich aus, wen zeichnet man aus. Erfreulich finde ich die Entwicklung, dass sich allmählich doch auch mehr KollegInnen bewerben, dass sich nicht nur Menschen am Ende ihrer Karriere bewerben, dass sich Teams bewerben. All das sind zarte Tendenzen, die es aber, glaube ich, zu pflegen gilt. Voll. Vielen Dank. Also es gibt Entwicklungen sowohl in Bezug auf die Personen als auch in Bezug auf die Projekte, die Inhalte, die Medien, mit denen kommuniziert wird. Wie sehen Sie das, Herr Barner? Wenn man den heutigen Preisträger anschaut, dann merkt man, welch enormer Wandel in der Kommunikation eingetreten ist, dass plötzlich nicht nur geforscht wird, über Menschen beispielsweise, sondern dass mit ihnen auch noch gesprochen wird, dass da eine Interaktion stattfindet, dass beispielsweise der Preisträger in ganz vielen Organisationen ehrenamtlich unterwegs ist, also sich einbringt und auf diese Weise Wissenschaft natürlich in ganz andere Weise kommuniziert. Ich glaube, dass vielleicht ist das historisch vollkommen falsch gesehen, aber bei mir fiel bei dem
als ich mich mit Steffen Mau beschäftigt habe, auf, dass ich ihn eigentlich so in der Ecke von einem Alexander von Humboldt sehe. Jemand, der Thesen, Dinge sieht und dann reagiert und sagt, das muss ich überprüfen, das muss ich machen. Aber auch ein Alexander von Humboldt hat alles, was er dann neu erkannt hat, sofort auch dokumentiert und kommuniziert, hat damit natürlich die Welt beschäftigt, aber der war ja ein extrem guter Wissenschaftskommunikator. Und das, finde ich, kann man auch bei Herrn Mau sehen. Denken Sie an dieses Thema der Grenzen, Entgrenzung. Wir alle haben gesagt, ja, Globalisierung ist gut und so weiter. Aber das mal genauer zu hinterfragen und dann ganz neu zur Perspektive zu entwickeln und das dann auch noch in die Breite zu tragen über ein Buch, das ist neue Art der Kommunikation. Vielleicht hat Herr Zick, der Preisträger, der heute, ein früherer Preisträger, der heute da ist, auch in dieser Richtung gearbeitet, viel stärker in die Öffentlichkeit gegangen. Aber da verändert sich was und ich halte das für eine gute Entwicklung. Wir müssen nur schauen, dass die das machen, eine ganz hohe wissenschaftliche Solidität haben. Denn sonst ist das Manipulation. Vielen Dank. Ja, Herr Mau, wie Sie sich mit diesem Kompliment fühlen, können wir nachher bei einem Glas Wein nochmal vielleicht besprechen. Jetzt wurde ja, ich sag mal, von menschlicher Intelligenz gesprochen, nicht nur von Intelligenz, sondern auch von anderen Fähigkeiten. Zunehmend hat uns in den letzten Jahren und in den letzten Monaten, wenn ich sagen darf, das Thema künstliche Intelligenz befasst. Insbesondere das Thema ChatGPT und andere AI-Tools oder Methoden. Ist das eine Herausforderung für die Wissenschaftskommunikation? Wird das Wissenschaftskommunikation verändern? Brauchen wir die überhaupt noch? Weil irgendwie ChatGPT das sowieso alles eigentlich ziemlich gut kann. Man kann ja eine ganze Reihe von Fragen so eingeben und ist völlig erstaunt, was da teilweise rauskommt in verschiedenen Hinsichten. Frau Grimm, wie? Also erstmal, glaube ich, hat es keinen Sinn, hier eine Zäsur dramatisch hochzustilisieren. Es gibt diese Systeme. Mit ihnen wird schon sehr lange in vielen fachlichen Zusammenhängen gearbeitet. Sie werden sich dramatisch schnell weiterentwickeln und das geht nicht weg. Ja, da müssen wir gar nicht anfangen zu jammern. Im Journalismus ist es ein Riesenthema aus meiner Sicht, allein weil unter steigendem Ressourcendruck auf einem sehr umkämpften Markt es wettbewerbsentscheidend sein kann, Stellen einzusparen und sich dieser Hilfsmittel zu bedienen. Alle stark formularisierten Textsorten, Pressemeldungen, bestimmte Formen der Sportberichterstattung können diese Systeme längst produzieren und man muss das nutzen. Die Frage ist, eine unter vielen Fragen, was passiert dann eigentlich mit dem vielbeschworenen Vertrauen, über das wir ja so viel sprechen, auch im Wissenschaftsjournalismus? Werden Leserinnen und Leser weiterhin Vertrauen haben? Das ist sowieso eine umkämpfte Ressource, wenn offengelegt wird, und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass Texte maschinell geschrieben wurden, obwohl es ein tief verwurzeltes Bedürfnis dazu gibt, den Journalisten meines Vertrauens, den ich schon 20 Jahre lang lese oder hasse oder beides, hier am Werke glauben zu können. In der Wissenschaft haben wir es mit ganz ähnlichen Phänomenen und Entwicklungen zu tun. Vor allem, glaube ich, darüber werde ich mit Steffen Mau auch, würde ich gern sprechen, in den Geistes- und Sozialwissenschaften, wo es ja weniger hoch arbeitsteilig organisierte Zusammenhänge gibt, wo wir in der Regel so sozialisiert sind, dass wir verdammt stolz auf den Individualstil unserer Texte sind und immer noch gern glauben, dass nur wir allein die Urheber dieses sehr besonderen Machwerks sein können. All das wird erschüttert, weil es jetzt schon möglich ist, den Sound einer Theorie, den Stil einer Person sehr, sehr gut zu imitieren mit diesen Systemen. Und all das wird für die Bewertung auch von Kommunikation natürlich entscheidende Folgen haben. Wem schreiben wir welche Leistung zu? Ja, welcher helfenden Instanz, ob das nun ein unsichtbar gemachter Mensch ist, der irgendwo in einer Schreibmanufaktur oder als Ghost mitarbeitet oder ob es eine Maschine ist, wie konzipieren wir diese verteilten
Autorschaften? Das ist für mich eine ganz zentrale Frage. Genau, die Frage nach dem Human Author stellt sich dann. Vielleicht und noch ganz kurz. Mhm. Bei der künstlichen Intelligenz in der Histopathologie, also wenn man Tumorschnitte anschaut, hat es zu einer deutlichen Verbesserung der Diagnosefähigkeit geführt. Man erkennt viel rascher pathologische Veränderungen, als dass das menschliche Auge vor allem eines Pathologen 12 Stunden nach Arbeitsbeginn erkennen kann. Deswegen, da gibt es was ganz Wunderbares, Gutes. Und dann gleichzeitig, jetzt ganz kurz von der Perspektive einer Zeitung, die Gefahr, dass dort Artikel plötzlich erscheinen, die ChatGPT geschrieben hat und man nicht so ganz sicher ist, ob auch wirklich alles hundertprozentig stimmt, das ist eine Perspektive, die ganz problematisch ist. Also man hat wie immer beides. Genau, genau. Man hat beides. Und ja, wie Julika Griem sagt, natürlich gibt es die Entwicklungen zur künstlichen Intelligenz schon seit einigen Jahren. Dennoch ist es ja so, in den letzten Monaten hat das Thema nochmal massiv sozusagen zugenommen an Aufmerksamkeit und dadurch auch an Nutzung. Ich glaube, sehr viele Menschen haben eigentlich zum ersten Mal jetzt diese Tools ausprobiert und sehen, wofür sie überhaupt angewendet werden können. Viele Prozesse sind sehr positiv, die man damit beschreiben kann, bewerten kann. Aber, wie Sie eben angedeutet haben, Herr Barner, hat ja auch gesellschaftliche Konsequenzen. Es hat ethische Konsequenzen, gesellschaftliche Konsequenzen. Ist das etwas, worum die Forschung sich auch kümmern sollte? Also absolut. Ich glaube, Forschung darf nicht stattfinden, ohne darüber nachzudenken, was es für Konsequenzen hat. Ich meine, die lebenswissenschaftlichen Fächer wissen sehr lange und auch die ingenieurwissenschaftlichen Fächer wissen sehr lange über das Thema des Dual Use. Nur jetzt passiert natürlich noch was ganz Neues, weil die Möglichkeiten, und Frau Griem hat das, glaube ich, ganz klar herausgearbeitet, die Möglichkeiten sind enorm, die jetzt entstehen, Menschen nachzumachen, ganze Situationen nachzuspielen, die gar nicht stattgefunden haben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Deswegen muss die Wissenschaft auch da immer schauen, welche Standards braucht man und welche Standards muss auch die Wissenschaft einhalten. Das ist nicht aufzuhalten. Deswegen muss man es gut nutzen. Und ich glaube, dass das gibt Beispiele, wie wir gesehen haben, in anderen Wissenszugewinnen, wie man es gut machen kann. Aber ich glaube, man darf es nicht unterschätzen. Es ist, glaube ich, auch eine sehr interessante Aufgabe für den Wissenschaftsjournalismus, für Wissenschaftskommunikation selbst, verantwortungsvoll und möglichst facettenreich über diese neuen Entwicklungen zu berichten. Und da meine ich, dass mir aufgefallen ist, dass es im angelsächsischen Bereich, obwohl man hier gar nicht generalisieren soll, eine etwas spielerischere Herangehensweise gab. Ich habe zum Beispiel im New Yorker und an anderen Orten tolle Stücke gelesen darüber, dass Autorinnen und Autoren Dialoge mit ChatGPT geführt haben, die so sophisticated, so interessant, so vertrackt waren, dass man animiert war, darüber nachzudenken, was hier passiert. In Deutschland schien mir für eine gewisse Zeit der Alarmismus dominant zu sein und das ist schade bei diesem Thema. Ja, also es ist auch eine wissenschaftsjournalistische Verantwortung, hier nicht immer die naheliegenden Versatzstücke zu nutzen und vielleicht auch mal ein anderes Format auszuprobieren. Aber die Angelsachsen neigen auch dazu, etwas pragmatischer, optimistisch zu sein als wir. Also ich bin gar nicht so für blindes Positive Thinking, aber einfach für... Ich schon, also muss ich dazu sagen. Okay, das vertiefen wir später. Egal, das vertiefen wir später. Das macht schon 2 Gläser Rotwein. Genau. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich denke, heute Abend haben wir keine Versatzstücke, sondern diese Veranstaltung ist wirklich Wissenschaftskommunikation vom Feinsten. Ganz herzlichen Dank an Julika Griem für den jahrelang hervorragenden, herausragenden Vorsitz der Jury des Kommunikatorpreises. Und ganz, ganz herzlichen Dank an Andreas Barner und den Stifterverband für die ebenfalls langjährige, hervorragende Zusammenarbeit. Genau.
Und nun haben wir die Gelegenheit, den diesjährigen Preisträger in einem Porträtfilm näher kennenzulernen. Darauf freue ich mich sehr. Es ist nicht so, dass wir Steffen Mau noch nicht kennen in der DFG, aber wir haben einen neuen Porträtfilm sozusagen über sie gedreht. Film ab. Ich bin Professor für Soziologie und speziell Makrosoziologie, beschäftige mich mit Gesellschaften als Ganzen, vor allen Dingen mit Fragen sozialer Ungleichheit, Wandel von Sozialstrukturen und das häufig im internationalen Vergleich. Und da habe ich so verschiedene Felder, also Ungleichheitsforschung, Sozialpolitik, Forschung, Migration, Grenzen, das sind so die großen Themen, die mich umtreiben. Für einen Soziologen sind das jetzt natürlich unglaublich interessante Zeiten. Wir sind Profiteure von einem extrem schnellen gesellschaftlichen Wandel, der uns ja alle herausfordert, weil wir uns permanent orientieren müssen, weil wir Deutungsangebote brauchen, weil wir wissen wollen, wohin entwickelt sich das Ganze. Und das sind natürlich Sachen, die für mich ja aufregend sind. Klassischerweise hat man einen Forschungsprozess und dann publiziert man was und dann ist es das gewesen. Und ich habe das eigentlich immer als viel längeren Prozess verstanden. Es gibt nicht diesen Endpunkt mit einer wissenschaftlichen Publikation, sondern es gibt noch was danach. Und dieser Kommunikationsprozess gehört eigentlich mit dazu und schafft eine Art von stimulierender Situation, dass man irgendwie sagt, ja, ich komme jetzt auch auf neue Ideen. Kann man das nicht nochmal so drehen? Wie wäre es, wenn wir das uns mal angucken? Und da kann man natürlich unglaublich viel lernen, wenn man sich mit den Perspektiven der Leute beschäftigt. Und ich sehe, dass das auch eine fortgesetzte soziologische Erkundung des Feldes selbst ist. Ich habe zum Beispiel ein Buch geschrieben über den Prozess der ostdeutschen Transformation, das durchaus auch ein Gespräch mit einer Öffentlichkeit sucht. Das hat eben auch viele Leserinnen und Leser gefunden und ich habe auch viele Rückmeldungen bekommen. Mehrere hundert E-Mail-Zusendungen und Briefe, extrem viele Einladungen. Und dann habe ich doch gesehen, es gibt einen riesigen Rededruck. Ich bin eben auch viel in Plattenbaugebiete hineingegangen. Ich war in Bibliotheken, in Buchhandlungen, in Vereinen, in Kirchenräumen. Viele öffentliche Veranstaltungen habe ich gemacht, wo Leute ja selber was erzählen wollten und mir auch nochmal ihre eigene Reflexion vermitteln wollten. Aber es ist nicht so, dass ich nur Zustimmung geerntet habe. So ist es auch oft in Streitgespräche gemündet, auch auf Widerspruch. Denn die kleinen Formate sind nicht einfach. Also es ist eine riskante Form der Kommunikation, weil man diesen kleinen Formaten natürlich häufig auf Augenhöhe kommuniziert. Also es gibt nicht diese starke Hierarchie zwischen der wissenschaftlichen Autorität und denjenigen, die zuhören und denen man dann irgendwie wissenschaftliche Fakten vermittelt, sondern es sind Formen, die viel, viel stärker auf eine Rückmeldung und auf eine Interaktion angelegt sind. Es gibt so eine große öffentliche und auch sozialwissenschaftliche Diskussion zum Thema Spaltung der Gesellschaft oder Polarisierung. Seit der Jahrtausendwende kann man sehen, wenn man sich den gesamten Korpus deutscher Zeitungen anguckt, wie häufig wird überhaupt das Wort Polarisierung verwendet, dann geht das exponentiell nach oben. Aber wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man, es gibt eine ganze Menge Konflikte, aber es ist nicht so einfach. Es ist viel, viel differenzierter und wir wissen das auch aus Forschung, dass die Spaltung häufig erst politisch hergestellt wird, auch durch Formen öffentlicher Kommunikation, auch durch politische Unternehmer und Akteure, dass das nicht einfach eine Spaltung ist, die schon da ist, sondern dass es eben über den politischen Raum in das Soziale hineingerät. Und was wir im Moment machen, ist, dass wir mit qualitativen und auch quantitativen Befragungsdaten versuchen, diese Polarisierungsdiskussion auf empirische Füße zu stellen und öffentlich zu kommunizieren. Man lernt natürlich auch über die Zeit, wie man es macht und wie man es vielleicht auch noch besser machen könnte, wie man auch Dinge zum Knistern bringt, die erstmal sehr trocken anmuten. Da gehört dazu, dass ich auch häufig versuche, interessante Bilder, anschauliche Formulierungen zu finden und von denen aus dann die Leute auch in eine wissenschaftliche Perspektive hineinzuziehen. Also man muss Menschen auch anfüttern. Das ist nicht einfach so, dass man die Dinge auf den Tisch legt und sagt, so jetzt beschäftigt euch mal damit, sondern man muss letzten Endes auch in der Lage sein, einen Köder auszulegen und Interesse zu wecken und dann kann das auch weitergehen. Ich habe auch viel Interaktionen gehabt mit Menschen aus der Kultur- und Kunstszene, zum Beispiel mit einer Fotografin, Wenke Seemann, die zu Lütten Klein Ausstellungen gemacht hat, unter anderem in der Rostocker Kunsthalle und in Berlin.
Das sind so Formen, da gibt es nochmal eine andere Übertragungsmöglichkeit, eine Form der künstlerischen Produktion, die erstmal ein anderes Publikum erreicht, aber trotzdem thematisch sehr eng an dem dran ist, was mich interessiert und was ich wissenschaftlich mir angeschaut habe. Ich glaube, dass man mit einer Publikation auch ein Stück weit eine Kontaktbörse ist. Also man bietet sich auch zu einem Gespräch innerhalb der Wissenschaften, aber auch jenseits der wissenschaftlichen Kreise an. Und wenn dieses Gespräch angenommen wird, dann hat man eben auch viele Gelegenheiten, Leute kennenzulernen, mit denen man sonst niemals interagiert hätte. Und das finde ich einfach ist das Gute an gelingender Wissenschaftskommunikation. Ja, verehrte Damen und Herren, lieber Steffen Mau, Herr Banas hat schon eine veritable kleine Kurzlaudatio gehalten und Herr Mau ist leider ein sehr, sehr guter Selbsterklärer. Jetzt kriegen Sie von mir noch einen ganz kurzen Nachklapp. Früher wurde man von Studierenden gefragt, ob es in Ordnung sei, in einer Hausarbeit ich zu sagen. Die Antwort war besser nicht. Wissenschaftliches Schreiben erfordere eine nüchterne Distanz zum Gegenstand. Die sachorientierte Darstellung sei nicht durch Subjektivität zu beeinträchtigen. In der Wissenschaftskommunikation haben sich aber längst andere Verhältnisse von Nähe und Distanz eingespielt. Hier möchten wir Entfernungen überbrücken, wollen unser Publikum abholen, mitnehmen und teilhaben lassen. Wir suchen nach authentischen Formen, mit denen wir Wissenschaft emotional ansprechend thematisieren können. Und idealerweise ließen sich die dann erhofften Effekte von Begeisterung und Vertrauensbildung so genau ermitteln, dass sie für die passgenaue Ansprache möglichst vieler Zielgruppen eingesetzt werden können. Das ist die Idealvorstellung. Mit einer sich ständig vermessenden Gesellschaft kennt unser Preisträger Steffen Mau sich besonders gut aus. Sein Buch »Das metrische Wir« über die Quantifizierung des Sozialen ist eines von mehreren Büchern, mit denen er seine in jeder Hinsicht exzellente Forschung einem größeren Publikum nahegebracht hat. »Sortiermaschinen – Die Neuerfindung der Grenze« aus dem Jahr 2022 befasst sich ebenfalls mit Mechanismen und Infrastrukturen der Verteilung von Zugängen, Chancen und Kriterien erfolgreicher Teilhabe. Grenzregime regeln, wer sich überhaupt wohin frei bewegen darf. Als Social Scoring artikuliert sich unsere, ich würde sagen, problematische Freiheit, alle Lebensvollzüge als quantifizierbare Performance zu organisieren. Einen ganz eigenen Grenzgang, wir haben eben von ihm gehört, hat Steffen Mau mit seinem Erfolgsbuch Lüttenklein aus dem Jahr 2019 unternommen. Diese persönliche Sozialgeschichte ostdeutscher Transformation, ein Beispiel eines Rostocker Plattenbauviertels, bildet für mich, und ich glaube, so war es auch für die Jury, einen Kern seiner kommunikativen Arbeit. Auch hier geht es um Fragen, die Steffen Mau immer wieder umgetrieben haben. Wie viel Ungleichheit ist gerecht? Wie viel Ungleichheit kann eine Gesellschaft verkraften? Aber wie viel braucht sie auch? Um diese Fragen mit Blick auf die Wiedervereinigung zu beantworten, traute Steffen Mau sich, ich zu sagen, und machte einen Hausbesuch im Rostocker Stadtteil seiner Kindheit und Jugend. Er begab sich damit in eine Grauzone zwischen Nähe und Distanz, zwischen Fremdheit und Vertrautheit, in der sich sowohl anspruchsvolle soziologische Forschung als auch populäre Vorurteile neu beleuchten ließen. Und für mich ist er damit zu einer deutschen Alternative zu Didier Eribon mit seinem Buch Retour à Reims geworden, dass er in Deutschland ein riesiger Überraschungserfolg war. Ein für mich viel lamoyanteres Buch, neben dem Steffen Mau durch seine abgehangene Nüchternheit sehr, sehr positiv hervorspricht. Er belässt es aber eben auch nicht beim Feuilleton- und Bestsellerlisten-Erfolg. Zusätzlich zu seinem vielfältigen Engagement für Politikberatung und Demokratieförderung, zu seiner Zusammenarbeit, wir haben es eben gesehen, mit Museen und Theatern, ist Steffen Mau mit Lüttenklein ins offene, direkter Gesprächssituation gegangen. Und Sie haben es von ihm eben schon viel eindringlicher gehört. In viele kleine Veranstaltungen, vor allem in Ostdeutschland, mit denen Raum für Unerwartetes geschaffen wurde, weil sie gerade nicht als große Wissenschaftsspektakel formatiert und geskriptet wurden.
Steffen Mau zeigt also, wie ein traditionelles Format wie die Monographie, von vielen ja schon fast totgesagt, unkonventionelle und vielfältige Anschlusskommunikation on the ground an sehr spezifischen Orten mit ihrer Eigenlogik erzeugen kann. Und zwar gerade dort, wo Personen und Milieus eben keinen selbstverständlichen Zugang zu gesellschaftlicher Selbstverständigung haben. Wissenschaftskommunikation bewährt sich damit nicht nur als eine Feier von Falling Walls, sondern als kleinteilige und unspektakuläre Neuvermessung jener vielen unauffälligen sozialen Grenzen, die es nicht für alle unmittelbar leicht machen, sich für Wissenschaft zu begeistern. Es brauche, hat Steffen Mau einmal gesagt, Ortskenner, um die DDR zu verstehen. Er hat hier einen seiner akademischen Lehrer zitiert und er hat mit seiner Herkunftsanalyse auch blinde Flecken der deutschen Elitenentwicklung seit der Wiedervereinigung beleuchtet. Wer diesen international höchst anerkannten Ortskundigen im Spannungsfeld von Mikro und Makro in der ihm eigenen freundlichen Hartnäckigkeit in wissenschaftspolitischen Gremien erlebt hat, kennt die Mausche Fähigkeit, völlig entspannt sehr unbequeme Fragen zu stellen. Diese Fähigkeit erlaubt es ihm, Gelegenheiten für unbequeme Fragen und Antworten auch jener zu schaffen, die weit entfernt von unseren Gremien leben. Ganz in diesem Sinne, er hat es vorhin schon gesagt, trägt das für den kommenden Herbst angekündigte Buch den Titel Triggerpunkte, man könnte vielleicht auch sagen Massagepunkte einer dauergereizten Gesellschaft. Nicht Akupunkturpunkte, sondern ich glaube Druckpunkte. Und dieses Buch wird sich mit Arenen dieser hochgeheizten gesellschaftlichen Dispute befassen, aber eben auch, wie er selbst gesagt hat, mit unserer Tendenz, Polarisierung allzu schnell zu beklagen und damit vielleicht auch zu verstärken. Ich bin sehr gespannt auf diesen weiteren Einsatz, der auch nicht mit dem Buch enden, sondern weitergehen wird, lieber Herr Mau. Ich freue mich außerordentlich über die Entscheidung der Jury in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch und darf Sie auf die Bühne bitten. Wir haben jetzt noch Zeit für zwei kurze Fragen, bevor Sie ans Pult gehen. Und meine erste Frage bezieht sich tatsächlich auf das, was ich als persönlichen Einsatz versucht habe zu beschreiben. Braucht es eine solche, ja in Deutschland nicht ganz unproblematische Ausstellung von Subjektivität, um die viel beschworene Authentizität der Wissenschaftskommunikation zu erreichen? Ja, ich weiß nicht, ob es das braucht, aber für die Themen, die ich behandelt habe, war es schon ein Stück weit ein Rückenwind, weil es das einfacher gemacht hat. Es gibt ja andere Kolleginnen und Kollegen, die auch über die Gesellschaft schreiben, die sich aber nie die Frage stellen, welche Position, welches Verhältnis sie eigentlich zu der Gesellschaft haben. Das ist mir natürlich immer gesagt worden, wenn ich jetzt über Ostdeutschland schreibe, ja, wie kannst du über Ostdeutschland schreiben? Du kommst ja aus Ostdeutschland, du bist ja irgendwie befangen. Aber natürlich viele andere schreiben auch über die Gesellschaft und denen wird diese Frage nicht gestellt. Von daher war das etwas, was an mich herangetragen wird, natürlich sichtbarer zu werden als jemand, der ja in gewisser Weise mit seinem Gegenstand verstrickt ist. Aber zum anderen auch natürlich das zu nutzen, zum Beispiel in dem privilegierten Zugang zum Feld. Und es ist sicherlich auch so, dass in der öffentlichen Kommunikation das auch stark nachgefragt wurde. Also diese Art von Subjektivität, diese Art von ja, Street Credibility, wenn man so möchte, dass viele dann gesagt haben, ja, wenn er das sagt und wenn er das auf diese Art und Weise in eine soziologische, wissenschaftliche Perspektive bringt, dann hat das vielleicht ein Stück weit mehr Hand und Fuß als jetzt ja, Leute, die ohne Ortskennerschaft über Dinge berichten oder ja, einen wissenschaftlichen Sachstand öffentlich vermitteln wollen. Und da muss ich sagen, das habe ich natürlich auch aktiv genutzt. Aber es ist schon so, dass man in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich auch in eine Schublade hineingerät, aus der man gar nicht so leicht wieder herauskommt. Ich war lange Zeit der Professor aus Bremen, weil ich lange in Bremen war. Dann war ich der Berliner Professor. Jetzt bin ich der ostdeutsche Professor und habe ich mich mal überreden lassen, zu Anne Will in die Sendung zu gehen. Und da ist es schon so, dass die waren drei Ostdeutsche, also es ging gar nicht um Ostdeutschland, aber bei allen drei Ostdeutschen wurde der Geburtsort mitgenannt. Und das fand ich schon überraschend.
weil natürlich da medial auch vermittelt werden sollte, dass eine bestimmte Perspektive mit repräsentiert ist. Und das kann man gut oder schlecht finden, aber so funktionieren natürlich auch mediale Kontexte. Wer diese Talkshow gesehen hat, hat Freude daran gehabt, die ganz leise amüsierte Irritation im Gesicht unseres Preisträgers ab und zu vorbei huschen zu sehen in dem Fernsehstudio. Aber das Wichtige, was Sie gesagt haben, ist ja eigentlich eine Frage der Situierung von Expertise und von akademischem Wissen. Und die Frage ist dann ja, wer muss das machen, wer wird danach gefragt und wer wird sozusagen als neutralisierte Experteninstanz ohne Kontext angefragt. Ich glaube, Frauen kennen diese Situation so nach dem Motto, wie geht es Ihnen gerade als Frau auf diesem Podium? Da würden die meisten von uns auch sagen, spielt keine Rolle, ja, gehört hier nicht hin. Die zweite Frage ist mir eingefallen, als ich viele Rezensionen zu Ihren Büchern, zu verschiedenen gelesen habe. Und das war immer ganz viel Lob und dann gab es einen kleinen Wendepunkt und dann hieß es immer, brillante Analyse, aber er liefert leider keine Lösungen. Was sagen Sie denn zu dem immer stärker werdenden und auch nachvollziehbaren Bedürfnis, dass Wissenschaft nicht nur gute Analysen liefern soll, sondern am besten direkt in politisches Handeln übersetzbare Rezepte mitliefern soll? Ja, mir ist natürlich klar, dass es diese Nachfrage gibt und auch das öffentliche Interesse daran, nachher überall zu wissen, ja, wie soll man es denn jetzt machen? Jetzt haben wir in Sonneberg gestern eine Wahl gehabt und natürlich bekomme ich heute dann Anrufe von Radiostationen, um erstmal die Lage zu analysieren und zu sagen, mit welchen 2 oder 3 Stellschrauben man nun wieder sich in Richtung Demokratie und politischer Mitte bewegen kann. Aber das kann man nicht liefern. Das wäre auch völlig unseriös, so etwas zu liefern. Zum Teil glaube ich, dass man damit auch die eigene Analyse entwerten würde. Weil mir geht es eigentlich erstmal um analytischen Zugriff, auch um eine dichte empirische Beschreibung, auch um überhaupt eine gesteigerte Komplexität des Problemverständnisses. Und wenn das gelingt, also wenn Leute sagen, ja, das ist jetzt nicht nur die Ampelkoalition oder das ist jetzt nicht nur Friedrich Merz, der jetzt Schuld daran hat, dass in Sonneberg die Leute jetzt einen AfD-Kandidaten dort gewählt haben, dann glaube ich, hat man schon viel gewonnen, weil man dann sieht, ja, es sind eben komplexe Prozesse, die haben bestimmte Ursachen, die haben bestimmte auch Randbedingungen, aber es ist nicht so, dass man einfach so einen Schalter umlegen kann und dann wird alles wieder gut. Und davon möchte ich eigentlich warnen, zumindest als Soziologe und auch für die Sozialwissenschaften im breiteren Sinne, glaube ich, sollte man da ein Stück weit Zurückhaltung üben. Das mag in anderen Disziplinen anders sein, dass das wirklich dann sehr einfach ist. Also in der Medizin kann ich mir das vorstellen, auch in den Ingenieurwissenschaften. Aber eine Gesellschaft ist ein sehr komplexes Gebilde, das eben nicht wie ein einfaches kybernetisches System irgendwie zu steuern ist und wo man eben auch vielleicht keinen zu großen Gestaltungsoptimismus haben sollte. Also Dinge entwickeln sich, wir können die beschreiben, wir können sie verstehen und wir können auch auf sie einwirken, aber nicht in dem Sinne, dass wir eine Zielvorgabe machen und dann entwickelt sich das automatisch in die Richtung. Also mal kurz zusammen, Gesellschaft ist kein Auto und auch Wissenschaftskommunikation ist nicht nur Nahverkehr und Paketdienst. Und jetzt freuen wir uns darauf, mehr von Steffen Mau zu hören. Ja, liebe Frau Becker, lieber Herr Barner, liebe Julika Griem, lieber Herr Minister, Herr Staatssekretär, lieber Jakob, natürlich liebe Gäste. Ja, erstmal bin ich unglaublich gerührt, dass ich den Preis bekomme, dass diese Veranstaltung heute hier stattfindet, dass Sie alle gekommen sind und dass ich hier natürlich auch noch mal ein bisschen was sagen darf. Und natürlich die schöne Laudatio von Julika Griem. Das ist erstmal eine fantastische Gelegenheit. Ich bin auch ein bisschen nervös, jetzt vor Ihnen hier zu reden, weil Sie wahrscheinlich wahnsinnige Erwartungen haben, was so ein Wissenschaftskommunikator jetzt noch aus den verbleibenden 20 Minuten dieses Vortrages rausholen kann. Es ist noch gar nicht so lange her. Da durfte ich aus den Händen von Frau Becker den Leibniz-Preis entgegennehmen. Damals leider nur virtuell und am Rechner im Büro. Und als ich jetzt ausgewählt wurde für den Kommunikatorpreis,
und die DFG mich anruft, habe ich gesagt, was, ein Preis schon wieder? Das häuft sich ja jetzt ganz schön. Ich habe bis zu meinem 52. Lebensjahr nie einen Preis bekommen, also überhaupt nicht. Und jetzt bekomme ich gleich zwei so wichtige Preise. Ich bin natürlich wahnsinnig geehrt, freue mich auch für die ganze Unterstützung, die ich jetzt im Vorfeld dieses Prozesses, möchte ich mich dafür bedanken, bekommen habe. Aber natürlich auch für diejenigen, die mir überhaupt ermöglicht haben, diese Art von Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Das sind Personen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist auch viel wissenschaftlicher Nachwuchs, Leute in meinem Lehr- und Forschungsbereich. Natürlich auch Freunde, die mich ermutigen. Auch meine Frau, die selber Journalistin ist und mich hin und wieder auch bedrängt hat, doch ein Stück weit populärer und zugänglicher zu werden in dem, was ich so wissenschaftlich rausfinde und kommuniziere. Von daher ist das sicherlich kein Preis, der nur mir allein gebührt, sondern einer, der eben auch in einem spezifischen Arbeitskontext entstanden ist. Sie wissen, das ist ein Preis für Wissenschaftskommunikation. Es geht also darum, wie Wissenschaft in die Öffentlichkeit und Gesellschaft hineinwirkt, wie Themen und Erkenntnisse vermittelt werden. Seit der Bekanntgabe des Preises wurde ich natürlich verschiedentlich gefragt, was denn nun gute Wissenschaftskommunikation sei, wie man sie anzettle, plane und umsetze. Und ich muss sagen, ich habe darüber wahrscheinlich viel zu wenig nachgedacht. Ich habe es häufig einfach gemacht, ohne methodisch vorbereitet zu sein, ohne strategisch zu sein, sondern ich bin ein Stück weit über die Zeit auch da hinein gerutscht, über die Themen, die ich selber erforscht habe und die ich dann auch versucht habe, in eine öffentliche Kommunikation hineinzuspeisen. Vielleicht auch, Frau Griem hat das ja angedeutet, über die Art und Weise, wie ich dann auch mit meinen Themen verbunden worden bin. Das hat es ein Stück weit leichter gemacht. Und doch, denke ich, lohnt es sich ein Stück weit darüber nachzudenken, was Wissenschaftskommunikation eigentlich bedeutet und in welche Art von Interaktion mit der Gesellschaft man da hineingerät. Wer Wissenschaftskommunikation betreibt, ist immer gezwungen, die Komfortzone zu verlassen. Das gilt wahrscheinlich für die Soziologie in besonderer Weise. Ja, vielleicht ist es sogar exemplarisch für dieses Fach. Soziologie, so befand Pierre Bourdieu, einer der Säulenheiligen meiner Disziplin, einmal in einem Radiointerview, sei ein Kampfsport. Man müsse immer bereit sein, sich in gesellschaftliche Auseinandersetzungen hineinzubegeben und sich dann auch durchboxen. Selbst wenn man keine normative Agenda hat und auch wissenschaftlichen Aktivismus kritisch sieht, kann man sich von Deutungskämpfen sehr häufig nicht freihalten. Man begibt sich relativ ungeschützt von den Geflogenheiten wissenschaftlicher Institutionen in einen Kontext, in dem plötzlich ganz andere Spielregeln und Maßstäbe gelten, wo sich wissenschaftliche, politische und normative Argumente in gewisser Weise mischen. Vor allem, wenn es um die Soziologie geht, wollen natürlich alle mitreden. Mit dem Durchsickern des sozialwissenschaftlichen Jargons in Medien und Publizistik hat sich auch der Eindruck verstärkt, die Sicht der Soziologie sei eine öffentliche Meinung unter anderen. Daher ist es immer notwendig, etwas Anstrengung auch da hinein zu investieren, eigene Forschung zu übersetzen und zugleich ihren wissenschaftlichen Status kenntlich zu machen. Herr Barner hat das ein Stück weit angesprochen. Noch eines aber trennt die Soziologie von anderen wissenschaftlichen Disziplinen, vermutlich auch von benachbarten Disziplinen wie der Geschichtswissenschaft oder der Volkswirtschaft. Sie beschäftigt sich mit der Gesellschaft als Ganz und mit der Gesellschaft der Gegenwart. Sie dringt also mit Themen an die Öffentlichkeit, über die wir alle schon Bescheid zu wissen glauben. Sie fordert daher Selbstgewissheiten, auch kollektive Mythen und das, was gemeinhin als selbstverständlich und unhinterfragbar gilt, hinaus. Öffentliche Soziologie birgt immer das Risiko, dass die Gesellschaft sich missverstanden fühlt, wenn man versucht, sie begrifflich und empirisch auf einen Nenner zu bringen. Anders als Kristalle unter dem Mikroskop, die Schriften Hölderlins oder der Knochen einer Ausgrabungsstelle melden sich unsere Beforschten gerne zu Wort. Sie sprechen mit, nicht nur, weil sie Alltagsexperten ihres Gegenstandes sind, sondern weil sie es können, weil es sie etwas angeht. Der Fruchtfliege ist es wahrscheinlich egal, was die Forschung über sie befundet, den Insassen einer Gesellschaft aber nicht. Ist manchmal schade, aber manchmal auch sehr anregend.
Mit meiner eigenen Forschung habe ich dieses Gespräch mit der Gesellschaft immer wieder gesucht und ist ja auch sehr eigennützig als Anregung für meine weitere Forschung ausgebeutet, vor allem in meiner Arbeit über die ostdeutsche Transformationsgesellschaft. Und da ist eben dieser kontinuierliche Dialog mit dem Publikum entstanden. Von einer Diskussion zu meinem Buch Lütten Klein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, möchte ich kurz berichten. Eine Lesung in einem großen Saal der Rostocker Kunsthalle am Schwanenteich, 200 oder mehr Besucher. Das Gespräch mit dem Publikum geht in die letzte Runde. Zum Abschluss wünscht sich der Moderator, der Leiter der Kunsthalle, Jens-Uwe Neumann, dass ich noch eine Szene lese, die ganz zum Abschluss meines Buches über dieses Rostocker Plattenbauviertel spielt, das eigentlich eine Sozialgeschichte Ostdeutschlands ist. Es dreht sich um die Frage, warum heute eigentlich noch solche Unwuchten im Ost-West-Verhältnis zu erkennen sind und was die DDR und auch die Transformationszeit damit zu tun haben. Ich lese kurz die Szene. Als ich im Sommer 2018 an unserer alten Wohnungstür klingle, ist zunächst nur ein Rascheln zu vernehmen. Erst nach einer Weile wird die Tür einen Spalt breit geöffnet. Eine ältere Frau fragt, was ich denn wolle. Ich erkläre ihr, dass ich als Kind in der Wohnung gelebt habe und meine Eltern vor einem Vierteljahrhundert dort ausgezogen sind. Ob ich mir die Wohnung eventuell mal ansehen könne. Sie bleibt misstrauisch. Es passierten zu viele Dinge und ihr Mann hätte ihr nicht erlaubt, Fremde hereinzulassen, wenn er nicht da sei. Am nächsten Tag versuche ich es noch einmal. Dieses Mal mit einem kleinen Strauß Blumen in der Hand. Der Herr des Hauses öffnet, ein robuster, älterer Mann mit Hosenträgern, der mich ebenso auf Distanz hält. Wiederum, es passiere so viel, da könne ja jeder kommen. Fremde in die Wohnung zu lassen, zu bitten, das sei ihnen nicht recht. Ich gebe nicht auf. Dann fasst er Vertrauen und lässt sich erweichen. Als ich im Wohnungsflur stehe, ruft er seine Gattin, die mit einer jungen Frau und zwei 8- oder 9-jährigen Mädchen im Schlepptau aus meinem ehemaligen Kinderzimmer kommt. Wir stehen kurz betreten voreinander, ehe die ältere Frau etwas verdruckst erklärt. Das sind Kinder aus Afghanistan, die hier im Haus wohnen. Ich gebe ihnen Deutschunterricht. Dann huschen die Mädchen und die junge Frau durch die Eingangstür hinaus. Die Krisen dieser Welt sind also nun auch in meinem Kinderzimmer angekommen. Ein unverhofftes Rendezvous mit der Globalisierung. Letztes ein Zitat von Wolfgang Schäuble. Die Szene geht dann noch weiter, wird analytischer und bilanzierender, mit dem Ziel, eben diese sozialstrukturellen und auch mentalen Verwerfungen in dem Viertel genauer darzustellen. Der Moderator schaut in die Runde und will den Abend beenden. Da meldet sich eine Frau und tritt ans Mikrofon. Sie fragt, ob ich sie erkenne. Nein, Stimme unbekannt. Im Gegenlicht ist von der Bühne aus sowieso nicht viel zu sehen. Sie sei die Frau des Mannes mit den Hosenträgern, die ich eben in der Szene beschrieben hätte. Mir sinkt auf der Bühne das Herz etwas in die Hose. Das Ehepaar war das Einzige, dem ich nicht von meinen Absichten erzählte, ein wissenschaftliches Buch über die Transformationsgesellschaft zu schreiben. Sie ist unbeirrt und fährt fort. Eigentlich wären sie und ihr Mann gar nicht hier, aber sie hätten vor einiger Zeit die Rostocker Obdachlosenzeitschrift Strohhalm gekauft und dort ein Interview mit mir gelesen, das sie ganz interessant gefunden hätten. Dann hätten sie sich das Buch gekauft und umso größer sei das Erstaunen gewesen, als sie entdeckten, dass sie im Abschlusskapitel selbst vorkommen. Ich war natürlich sehr nervös. Sie fuhr freundlich und mit klarer Ansprache fort. Das Buch habe ihr gefallen und sie wolle sich bedanken, aber sie hätte noch vieles beizutragen. Dann holte sie aus, erzählte auf sehr kundige und interessante Weise von den sozialen Veränderungen im Haus, ein Hochhaus mit 18 Geschossen und mehreren hundert Bewohnerinnen, von den alten und neuen Mietern, von den Migrantinnen und Migranten, die dorthin gezogen seien, von leisen und lauten Konflikten. Im Grunde mehr, als ich in dem Kapitel hätte niederschreiben können. Anschaulich, sehr sachlich, voller genauer Beobachtung des sozialen Nahumfelds. Das ist nur eine von vielen Rückmeldungen, die ich auf dieses Buch bekommen habe. Und vielleicht lohnt es sich, aus der Fülle dieser Rückmeldungen eine kleine Typologie aufzumachen. Was teilen Menschen mit, wenn sie sich an einen Forscher wenden, der sich mit ihrer Gesellschaft beschäftigt? 5 Typen der Rückmeldung würde ich ganz kurz skizzieren und reihe sie dem Grad positiver und negativer Emotionen nach, die mir entgegengebracht werden. Also das erste ist Dankbarkeit, das zweite sich öffnen,
Das dritte, sachdienliche Hinweise. Das vierte, Beschwerdeführung. Und die fünfte, Reaktionsweise, Invektiven. Ich fange mit der Dankbarkeit an. Das ist natürlich für mich auch das Angenehmste. Dieser Typus kommt zum Glück recht häufig vor, überwiegt möglicherweise sogar. Das sind Stimmen, die sich durch das Buch entweder gesehen fühlen oder für die sich eine neue Perspektive auf die eigene Lebensgeschichte aufschließt. Lieber Herr Mau, Sie sind wahrscheinlich schon etwas übersättigt, was Rückmeldungen auf Ihr jüngstes Buch angeht. Doch gerade habe ich Lüttenklein ausgelesen und möchte Ihnen für diese differenzierten und mutigen Ausführungen zur ostdeutschen Vergangenheit und Gegenwartslage danken. Der für einen deutschen Wissenschaftler besondere persönliche Zugriff hat mich beeindruckt, etc. etc. Ich bin 1987 im Vorpommerschen geboren, konnte viele Beschreibungen aus der Nachtwende Erinnerung und der Gegenwart persönlich gut nachvollziehen. Sie haben mir geholfen, meine eigene Vergangenheit besser zu verstehen. Das Feld der Dankbarkeit teilt sich in jene, die mental noch ein Stück weit auch in der DDR festsitzen und nun erfreut sind, dass sich diese Gesellschaft irgendwie einer wissenschaftlichen Erkundung stellt, und in jene, die, wie ich vermutlich 1989/90 sehr froh waren, der DDR den Rücken gekehrt zu haben, beziehungsweise dass sie unterging, die sich aber nach einigen Jahrzehnten biografisch wiederum auf neue Weise annähern wollen, um sich selbst oder vielleicht auch andere besser zu verstehen. Der zweite Typ der Rückmeldung, sich öffnen. In diese Rubrik fallen die längsten Mails und Briefe, mitunter bis zu 20 Seiten lang. Sie sind oft sehr mitteilsam, gehen in die Verästelung individueller Biografien und Familiengeschichten. Die Lektüre meines Buches oder anderer Texte löst einen Erzählimpuls der biografischen Bilanzierung aus. Man erzählt sich selbst, aber individuelle Erfahrungen werden geografisch, sozial, politisch und historisch situiert. Zumeist stehen wenig explizierte Fragen im Hintergrund. In welcher Zeit habe ich eigentlich gelebt? Was ist mir zugestoßen? Was unterscheidet mich von anderen? Welche Chancen hatte ich? Und wie habe ich sie genutzt? Wie ist es anderen in meinem Umfeld ergangen? Die dritte Rückmeldung, sachdienliche Hinweise, Korrekturhilfe. Sehr geehrter Herr Mau, leider haben Sie die Rentenkürzung nicht berücksichtigt, die einige von uns hinnehmen mussten. Oder habe ich etwas überlesen? Hallo Herr Mau, Ihr Buch hat mich beeindruckt, aber das Wirken der Treuhand haben Sie wirklich nicht richtig verstanden. Das war 100-mal schlimmer, als Sie es beschreiben. Sehr geehrter Herr Mau, haben Sie meinen Brief mit dem Material bekommen? Dort finden Sie alle Dokumente zur Privatisierung, die Sie brauchen, um sich endlich genauer mit dem Fall zu beschäftigen. Ein Teil dieser Zuschriften kennzeichnet dokumentarischen Eifer. Es geht um den Versuch, in den wissenschaftlichen Diskurs Themen und Informationen einzuspeisen, in der Hoffnung, der Adressat würde diese angemessen weiterverarbeiten. Es gibt aber auch Rückmeldungen zu Kommasetzungen und Buchstabendrehern oder zu Literatur, die man dringend in Augenschein nehmen müsse. Vielleicht können Sie das bei der nächsten Auflage berücksichtigen. Ist ein sanft freundlicher Stupser in diese Richtung. Solche sachdienlichen Hinweise können tatsächlich helfen, offensichtliche Fehler zu beheben oder Aspekte zur Kenntnis zu nehmen, die einem bislang verschlossen waren. Jüngst habe ich einen sehr interessanten Zeitungsartikel aus den 70er Jahren über schedelische Kinder, die nach Lüttenklein gekommen sind, bekommen. Also Kinder von Eltern, die nach dem Pinochet-Putsch geflohen sind. Aber auch ein sehr interessanter Hinweis hier zum Beispiel, das Zitat. Auf Seite 84 Ihres Buches darf ich Sie dennoch korrigieren. Von drei weiblichen Vorstandsvorsitzenden im DAX und MDAX kommt eine aus der DDR und sogar aus Lüttenklein. Hat mir eine MDAX-Vorstandsvorsitzende geschrieben, die in der Parallelstraße von mir aufgewachsen ist. Die vierte Reaktionsweise, Beschwerdeführung. Das liegt dann vor, wenn Beforschte sich falsch dargestellt oder interpretiert fühlen und sich wehren wollen. Die dekouvrierende Herangehensweise der Soziologie, das Denken in Strukturen, Habitusformen, Mentalitäten und Sozialtypen, trifft vor allem deshalb auf Widerspruch, weil man es selbst ganz anders empfunden oder erlebt hat. Dies ist sicherlich der Generalkonflikt zwischen anekdotischer Evidenz bzw. individuellem Erleben und wissenschaftlicher Analyse mit Generalisierungsanspruch. Zugleich werden Stimmungen und Meinungen und Empfindungen gegen wissenschaftliche Befunde in Stellung gebracht.
Man möchte sich nicht wissenschaftlich analysieren lassen, wenn dabei etwas herauskommt, das man nicht teilt. Der Aufstand des Publikums ist hier vorprogrammiert, wenn die Botschaft des Wissenschaftlers den eigenen Weltsichten zuwiderläuft, man sich also missverstanden fühlt. Die fünfte Rückmeldung, die letzte, die negativste in gewisser Weise. Bei dieser Rückmeldung wird man als Wissenschaftler selbst zur Projektionsfläche und es kann schnell ungemütlich werden. Hier steht nicht die sachbezogene Diskussion oder faktenbasierte Erörterung unterschiedlicher Sichtweisen im Vordergrund, sondern ein Unmut, der sich entlädt und zu einem Angriff auf die Person aufrührt. Man wird dann mit Adjektiven belegt, die einen wahlweise als ignorant und kenntnislos, schwachsinnig, aus dem Westen, überheblich, elitär oder gut versorgt beschreiben. Mit diesen personalisierten Vorwürfen wird zugleich die Geltung wissenschaftlicher Deutungen oder Befunde zurückgewiesen. Da derjenige, der etwas sagt, durch und durch negativ zu bewerten ist, sind seine Äußerungen auch nicht ernst zu nehmen. Die wissenschaftliche und persönliche Eignung oder Integrität wird hier in Zweifel gezogen. Dass man sich dennoch hinsetzt und lange Briefe oder Mails schreibt, zeugt aber davon, dass man den Geschmähten zumindest in gewisser Hinsicht für satisfaktionsfähig hält. Konstanter Grundton dieser Rückmeldung ist aber eine skeptische Sicht auf die Wissenschaft, zuweilen sogar eine wissenschaftsfeindliche Haltung, die mit Affekten der Wut angereichert wird. Dass diese Rückmeldung, ob schriftlich oder in gezügelter Form im direkten Gespräch, nicht die angenehmste Form der Wissenschaftskommunikation darstellt, versteht sich von selbst. Sie sehen, Wissenschaftskommunikation mit Beforschten gibt es nicht ohne Risiko. Wer die Gegenrede nicht ertragen kann, sollte die Finger davon lassen. Und im Kern sind es diese zwei schon benannten unterschiedlichen Wissenslogiken des individuellen Erlebens und der wissenschaftlichen Analyse, die in eine Grundspannung geraten. Doch wer Wissenschaftskommunikation betreibt, kann als Soziologe, aber ich denke auch viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch viel gewinnen. Was habe ich aus diesen vielen Veranstaltungen und durch Briefe und Mails gelernt? Es gibt eben einen hohen Rededruck, vieles, was den Leuten unter den Nägeln brennt. Dabei sind es weniger unmittelbare materielle Nöte, die im Vordergrund stehen, sondern Fragen der Anerkennung und der Sichtbarkeit unterschiedlicher kultureller, sozialer und auch mentaler Prägung. Im sozialen Nahkampf, um nochmal Bourdieu zu paraphrasieren, zeigt die Gesellschaft Facetten, die dem verschlossen bleiben, der nur Desktop-Forschung betreibt. Neue Themen werden aufgeworfen und drängen sich auf. Es gibt zahlweise Hinweisschilder auf Richtungen, in die ein Weitersuchen lohnt. Nicht zuletzt bekommt man vor allem aus den Gesprächen abseits der Zentren und der wissenschaftlichen Arenen Zugang zu anderen sozialen Wirklichkeiten und Erfahrungskontexten, die sich sonst nicht so leicht erschließen lassen. Laienbezogene Wissenschaftskommunikation ist für Soziologinnen und Soziologen befriedigend, daher auch im Hinblick auf den Wirklichkeitshunger, den wir alle haben sollten. Dass dies ausgezeichnet wird, freut mich natürlich besonders und ich danke all denjenigen, die das möglich gemacht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Rede, die, glaube ich, sehr eindrucksvoll gezeigt hat, dass die Jury des Kommunikatorpreises einmal wieder einen herausragenden Kandidaten, ich würde sagen den Kandidaten dieses Jahres, ausgewählt hat. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zum Kommunikatorpreis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit sind wir am Ende sozusagen dieses offiziellen Teiles angekommen. Ich danke nochmal den Musikern, die hier schon wieder auf die Bühne kommen und uns noch mit einem weiteren Stück bereichern werden. Und wir freuen uns, Sie einladen zu dürfen im Anschluss an die musikalischen Ausklänge sozusagen zu einem kleinen Empfang im Schlossgarten und freuen uns sehr auf die Gespräche mit Ihnen. Herr Mau, Sie werden bestimmt belagert werden.
von allen, die sich hier im Raum befinden, und wünsche Ihnen allen noch einen vergnügten und angenehmen Abend. Dankeschön. Thank you.